RBB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Digitalisierung ist wohl eines der größten Themen in der heutigen Welt. Und keine Frage, auch vor der Schwäbischen Alb machen Internet, Tablet und Smartphone nicht Halt. Innenminister Strobel hat vergangene Woche die Alpfactory in Sonnenbühl-Undingen besucht, um dort das Thema Digitalisierung auf der Schwäbischen Alb zu besprechen. Doch bevor es für Thomas Strobel zur Alpfactory ging, wohnte er einer Übung der Feuerwehr Sonnenbühl-Undingen bei. Die Bereitschaft der Feuerwehrleute, jederzeit, auch mitten in der Nacht, zu einem Gebäudebrand auszurücken und sich für ihre Mitmenschen einzusetzen, begeistert den Innenminister immer wieder aufs Neue. Das ist wichtig, dass geübt wird für den Ernstfall. Und es ist hier ein verrauchtes Gebäude. Zwei Personen sind in diesem Gebäude. Und ich habe mir in der Lagebesprechung erklären lassen, dass von zwei Seiten die Kameraden in das Gebäude, in das verrauchte Gebäude mit den entsprechenden Atemschutzgeräten hineingegangen sind und dass die Übung auch gut läuft. Ich sage allen unseren Feuerwehrkameradinnen und Kameraden ein herzliches Dankeschön für ihren Einsatz. Da das Ministerium von Strobel auch mit dem Thema Digitalisierung betraut ist, ging es danach in die Alpfactory. Hier erfuhr der Minister, wie die Verpackungsberatung Hage GmbH und Co. KG über digitale Verfahren Verpackungen in jeder erdenklichen Form, Farbe und Stückzahl bereitstellt. Es ist das Problem im Verpackungsgeschäft, dass es immer in großen Mengen geht. Aber es gibt viele Kunden, wenn man jetzt gerade diese Ausstellung hier anschaut, die brauchen Verpackungen in Stückzahlen 1 bis 10, 20, 50. Und da war in der Zeit, wo wir das begonnen haben, eigentlich noch fast keiner auf dem Markt, der das bieten konnte. Die Verpackungsberatung Hage hat Ursula Hage vor einiger Zeit gegründet. Als sie die Arbeit nicht mehr alleine hatte bewältigen können, hatte sie ihren Mann ins Boot geholt. Sie und Karl Müller hatten recht früh auf digitale Methoden gesetzt. Wir bekommen Anfragen für Verpackungen, wir machen die Daten selber, wir machen die Verpackungsentwicklung. Und der Prozess, aus diesen entwickelten Daten eine Verpackung zu gestalten, läuft komplett online. Läuft über eine Digitaldruckmaschine, über einen Schneidplotter bis in den Warenausgang. Dort liegt nachher die fertige Ware mit Lieferschein, Barcode zum Versand. Die Alpfactory ist das Resultat aus über 10 Jahren digitaler Produktion auf der Schwäbischen Alb. Ralf Stoll ist Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands Sonnenbühl. Die Digitalisierung auf der Schwäbischen Alb liegt ihm am Herzen. Auch wenn die Alpfactory in Sachen Digitalisierung weit fortgeschritten ist, in Sonnenbühl-Undingen gibt es noch Verbesserungsbedarf. Also wir sind in Sonnenbühl relativ gut aufgestellt, Mobilfunk natürlich nicht, da haben wir unsere schwarzen Löcher, das muss geändert werden, aber Digitalisierung geht weiter, das Land investiert unwahrscheinlich viel Geld, die Infrastruktur auszubauen und da sind wir dran und ich denke, in Sonnenbühl sind wir recht gut aufgestellt, aber es gibt auch noch Ecken, wo wir nochmal nachbessern müssen. Nicht nur für Ralf Stoll, auch für Thomas Strobel ist es wichtig, dass die Digitalisierung weiter fortschreitet. Seit er als Minister zuständig ist, habe das Land über 1600 Einzelmaßnahmen gefördert und insgesamt rund 380 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Baden-Württemberg sei also auf dem richtigen Weg. Ein Hauch von Italien weht ab Freitag wieder in Reutlingen rund um die Marienkirche. Denn dort richten sich einmal im Jahr die Marktbeschicker aus Pistoia und läuten mit dem traditionellen toskanischen Markt die Freiluftsaison in der Achalmstadt ein. Zum 15. Mal schon bringen die Händler typische Spezialitäten aus ihrer Heimat mit. Herzhafte Wurstwaren, fruchtige Weine, echter italienischer Käse und feinstes Olivenöl, um nur einige davon zu nennen. Am Sonntag können die Marktbummler dann sogar gleich weiter schlendern in die Stadt. Denn beim verkaufsoffenen Sonntag locken die Reutlinger Einzelhändler ab 13 Uhr ebenfalls mit ihrem vielfältigen Angebot und natürlich einigen Sonderaktionen und einem gewohnt bunten Rahmenprogramm. Soweit die BW1 Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weiteren News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.